Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Tag 17. So, dann wollen wir doch mal schauen, was uns Tag 17 bringt. Ich hoffe wieder ein paar mehr Tiere, denn wir haben ja momentan recht wenig. Ach, du bist immer noch zu dick. Vielleicht hätte ich dir nicht so viel zu essen geben sollen. So, mehr Eichhörnchen haben wir gar nicht. Dann gucken wir doch mal, wer da kommt. Steffen kommt mit einer Verletzung. Okay, Steffen. Willkommen. Da machen wir bei den Wölfen weiter. Da gibt es noch einmal Futter und eine Impfung. So. Hier ist niemand. Aber hier ist jemand. Und da gibt es eine Tablette. So, dann können wir zu den Adlern weiter. Da haben wir momentan nur einen. Und der braucht nichts mehr. Ist auch versorgt. Okay, wunderbar. Dann gehen wir weiter zu den Stinktieren. Mensch, wir sind so schnell durch. Hier ist niemand. Hier ist jemand. Hallo. Wird Zeit, dass wir wirklich neue Tiere kriegen. Einige neue Tiere. Du darfst noch einmal Futter haben. Hier ist niemand. Aber hier ist noch jemand. Um den Besucher kümmern wir uns gleich wieder. Noch einmal Futter und dann ist der Kleine hier auch versorgt. So, wollen wir mal schauen. Ich habe von Maxi gehört und würde dem Tier gerne eine Chance auf ein schönes Leben bei uns im Wildtierpark geben. Oh. Nein! Verdammt! Falsche Taste! Falschen Knopf! Nein! Ah, so war das nicht gedacht. Ach, verdammt. Naja, aber jetzt wissen wir, was passiert, wenn man da drauf drückt. Verdammt. Na gut, dann machen wir erstmal weiter. Es wird hoffentlich jemand anders kommen und das Stinktier haben wollen. Und da gibt es noch einmal Futter. Und, ja. Da gibt es auch noch einmal Futter. Ja. Und dann gehen wir weiter zu den Waschbären. Und ich hoffe jetzt ja, dass jemand kommt und noch ein Tier holt. Ah, sowas Doofes. Ach, die brauche ich gar nicht sauber machen. Genau, du bist ja neu. Eine Verletzung. Ja, die können wir behandeln. Ach, da kommt schon wieder jemand. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon Angst gehabt. Noch einmal Futter, würde ich sagen. Und dann kümmern wir uns erstmal um den Besucher. Schwarzbären sollten nicht in kleinen Gehegen leben. Schön, dass du Peppa gepflegt hast. Bei uns haben wir einen großen Bärenfreilauf zur Verfügung. Okay. Sehr schön. Na. Na? In den Eimer bitte, nicht immer daneben. So. Sauber machen. Und dann schon mal wieder einstreuen. Und dann waren wir bei den Waschbären. Und zwar hier. Du warst nicht so dick. Behandeln müssen wir dich auch nicht. Also bist du fertig. Und wir können schon Feierabend machen. Das ist wirklich übel. Und dann kommt jetzt auch keiner mehr? Na gut, dann machen wir Feierabend, aber wir beenden den Part nicht, denn das waren jetzt nur ein paar Minuten. Dann gehen wir jetzt einfach in Tag 18 und gucken mal, was uns Tag 18 so bringt. Und du kriegst jetzt heute mal kein Leckerli. Ne, du bist nämlich zu dick. Aber dir gar kein Futter geben, das kann irgendwie auch nicht das Richtige sein. Vielleicht Diätfutter, vielleicht ist das Diätfutter. Mal schauen, also wir haben erstmal einen Besucher.
Eichhörnchen sind lustige Gesellen und wir nehmen gern ein weiteres auf. Hugo passt gut zu unseren Tieren. Okay. Tschüss, Hugo. Das war doch unser einziges Eichhörnchen. Verdammt, und jetzt ist das auch weg. Schlimm, schlimm. War doch unser einziges, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Na gut. Dann gucken wir jetzt zu den Wölfen, dass wir die noch versorgen. Da gibt es noch eine Impfung und dann ist das auch versorgt. Da ist keiner, aber hier ist jemand, ne? Und du bekommst eine Tablette für Wurmbefall. Und dann Adler. Da dürfen werde ich gar keinen mehr haben, ne? Doch einen. Einen haben wir hier noch. Na, komm mal nach vorne. Genau. Noch Futter. Einmal oder zweimal? Na, zweimal. Und ein Besucher. Wir haben unsere Adlervoliere im Zoo vergrößert und würden Monty gerne ein neues Zuhause bieten. Okay. Jetzt haben wir auch keine Adler mehr. Keine Eichhörnchen und keine Adler. Na? So, dann zu den Stinktieren. Hier ist niemand. Hallo. Noch einmal Futter und dann bist du versorgt. Da ist keiner. Das da und auch noch einmal, ein bis zweimal, schauen mal. Ja, noch einmal, komm. Jawohl, wunderbar. Dann zu den Bären, da haben wir jetzt noch einen. Und auch nur noch einmal Futter, dann ist der auch versorgt. Und dann können wir zu unserem Waschbären. Denn da kommt ein Besucher, kümmern wir uns als erstes drum. Schau dir dieses Prachtexemplar an. Danke für die Pflege von Gypsy. Dieses Tier passt gut zu unserem Bären im Wildtierpark. Okay. Mensch, also gleich ist unsere Station hier leer. Dann haben wir nichts mehr an Tieren. Na? So. Sauber machen. Ne? Ja, alles sauber. So, dann waren wir bei den Waschbären. Verletzung und noch einmal Futter auf jeden Fall und die Verletzung behandeln. Und da würde ich noch einmal Futter geben. So, und bei dir schauen wir mal. Alles gut, ne? Gut. Okay, erst den Besuchern. Damit sich die Waschbären bei uns wohlfühlen, haben sie viel Platz und einen Teich. Wir würden gern Ernie zu unseren Tieren bringen. Okay. Level 18. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier bleiben. Na? So, das Gehege auch wieder fertig. Und dann können wir uns um unseren letzten Waschbären kümmern.
Da muss aber noch ein wenig Futter rein, nochmal zweimal nach. Okay. So, dann können wir den Tag schon wieder beenden. Das geht hier echt ratzfatz. Aber wir gucken noch mal kurz in den Shop. Wir haben wieder 200 Münzen angesammelt. Das heißt, wir können jetzt hier die Hütte von den Waschbären kaufen. Das machen wir doch gleich mal. Und dann tun wir die, nein, das sind die Eichhörnchen, tun wir die auch gleich zu den Waschbären reinstellen. Also immer zu den neuen Näpfen kommt dann auch, da kommt dann auch das neue, die neue Hütte. Wir haben ja gesagt, wir machen einmal neu, einmal alt immer. Okay, und dann fehlt eigentlich nur noch die neue Hütte. Wobei ich finde, dass die Hütte besser zu den Näpfen passt als die. Oder? Finde ich, passt viel besser. Und da könnte man eher die Hütte für dieses Zeug hier nehmen. Mal gucken, ob wir uns das merken würden. Doch, klar, natürlich. So, dann würde ich jetzt den Tag und auch den Part beenden. Und wir sehen uns dann am nächsten Tag. Also bis denn. Ciao, ciao.